Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play. Let's Play Never Alone, die schon super anfing beim ersten Fail noch während des Runterspringens. Okay, das war unsere Frustfolge, falls ihr euch noch dran erinnert. Und nicht nur ich bin total ausgeflippt quasi, sondern mein Rechner hat auch eigenartige Brummgeräusche gemacht. Und da dachte ich, vielleicht mal Zeit, kurz eine Pause zu machen. Und ich würde sagen, wir schaffen es aber jetzt. Quatsch, sehr gut. Klettern wir erstmal ganz nach oben. Und warten, bis der Wind von der anderen Seite kommt und das Ding gleichzeitig hochgehoben ist. Na? Ich erkenne auch kein wirkliches Muster aus den Verhaltensweisen mit diesem Axt-Ding, sodass ich nicht wirklich mitzählen kann oder sowas. Jetzt. Lass los! Sie lässt aber auch wirklich nicht los zum Springen. Dasselbe Problem hatte ich auch in der letzten Episode. Und ich weiß nicht ganz, woran es liegt, um ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich auch, wenn es unten ist, loslassen. Aber ich denke, ich muss rübergespült werden vom Wind. Jetzt schon wieder nicht losgelassen. Okay. Oh, ist das gut, dass ich das tue? Ich weiß nicht. Bitte. Oh, ich hätte vorher abspringen sollen, bevor ich sterbe. Gut. Dann rutschen wir hier durch und werden zermanscht. Okay, nochmal. Wir sind jetzt über den schlimmen Abgrund drüber. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. So. Gut. Jetzt müssen wir hier hoch. Rutschen, rutschen, rutschen. Und springen. Und. Nee, wir warten hier unten erstmal. Denn das Ding kommt bestimmt gleich hoch und zerquetscht uns dort oben, oder? Kommt es gar nicht so weit? Ich glaube, es kommt gar nicht so weit. Dann gehen wir doch hier hoch. Okay. Hängen wir wenigstens schon... Nein, tun wir nicht. Gut, wir warten, bis das Ding wieder nach unten kommt. Und jetzt... Okay, jetzt bleiben wir aber hier unten. Und mit unserem Freund versuchen wir mal hier hochzukommen. Und schauen, ob wir irgendwelche Geister hier haben, die wir beschwören. Aber sowas haben wir hier gerade nicht. Gut. Dann wieder zurück auf sie. Und wir müssen wahrscheinlich... Genau, in einer Phase, wo das Ding unten ist. Hep. Okay, sie steht dort sicher, oder? Ja, ne? Bleib dort, um Gottes Willen, bleib dort. Hier hinter. Du rutscht ab. Oh Gott. So. Gut, das Ding ziehen wir jetzt wieder hier nach unten. Aber viel weiter runter geht's gar nicht. Schafft sie es dorthin? Ja, ich ziehe, aber ich will nicht. Na gut. Dann versuchen wir es... so viel dazu. Nochmal, wenn er ganz oben ist. Okay, jetzt ist er unten. Hep. Nein, sie hält sich nicht mal mehr an der Leiter fest. Wieso geht das nicht? Kann ich den Geist... Nee, ich kann ihn ja auch nirgendwo anders hinziehen. Dass ich sage, ich ziehe ihn hier an diese Wand. Geht das überhaupt? Und an der rechten macht sie es dann. Aber das, davon haben wir ja auch nichts. Wir hängen im Eisklotz. Nee, er bleibt vom Grund auf dort oben. Und ich kann ihn aber nach oben ziehen. Genau. An diesem Ding dann vorbei. Das müssen wir später mit Sicherheit machen. Gut. Weil darunter geht es nicht. Nee, will er überhaupt nicht. Aber wir kommen doch niemals da hoch. Irgendwas übersehe ich noch. Hep, halte ich denn dem Ding fest? Gut. Nee. Können wir noch höher?
Nee. So hoch kann sie doch gar nicht springen. Oder muss ich hier noch irgendwas abschießen? Nee. Ich habe auch keinen Wind mehr, der mich irgendwo hinträgt. Hier ist auch kein weiterer Geist drin. Kann mit Sicherheit auf der Stelle dort auch nicht stehen. Hat sie ja auch nichts davon. Sie könnte ja auch nicht rüberspringen. Kann ich dich wirklich nicht noch tiefer ziehen? Nee. Das hört nichts. Okay, okay, ich hab's gerafft. Bam, bam. Und katapultieren. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen die Spitzendinger erstmal nach unten. Und wir ziehen sie hier hoch. Kurz warten. Lauf durch. Ja? Wie sollen wir den entstehen? Er guckt zu uns. Also er sieht uns, er nimmt uns wahr. Er schüttelt uns nicht ab. Ich schaue bloß gerade, ob wir irgendwelche Geister beschwören können. Aber wir müssen offensichtlich mit ihr das abwarten. Und zack, hier hoch. Wie schräg das ist, wenn man aus dem Bild geschossen wird von ihm. Warum sind wir nicht immer so aus dem Bild? Weil der Geist nicht hinterherkommt? Oder woran liegt das? Wo müssen wir hin? Oh Gott. Kommt der gleich wieder runter? Oh. Okay, schnell hoch, schnell hoch. Oh Gott, hol's runter. So, und du zieh's hoch. Zieh's hoch, zieh's hoch, zieh's hoch, zieh's hoch, zieh's hoch. Okay, sie muss links auf die Plattform. Okay. Was müssen wir jetzt tun? Hier sind keine Geister. Ich kann mit ihm auch nicht weiter hinaus, also weiter raus aus dem Bild. Wir sind auf dem Ding, das wir ihm stehlen wollen. Kann ich das höher ziehen? Nein. Ich glaube, das war bloß zum Hochkriechen. Okay, wir müssen nach rechts rüber, oder? Oh, steh auf, steh auf. Nein! Runter, runter! Oh Gott! Ach, da sollen wir gar nicht hin. Huch. Ich hab gedacht, da drüben geht's weiter.
geht es da drüben weiter? Da unten, wo das... Oh Gott, bleib hier. War das richtig? Bitte keine Verfolgungsjagd. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Dechsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und damit weglief. Oh Gott. Dieses Mal scheinbar nach links rennen. Sie reagiert überhaupt nicht. Was muss ich tun? Ich muss die Hand hochholen, oder? Komm hoch. Komm schon. Shit. So, und zack. Sie ist irgendwie runtergefallen. Ich habe es gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Müssen wir da hoch? Und du zeigst hier hoch. Gut. Den Ast heben wir auch mal ein bisschen an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf die Hand drauf müssen. Komm ein bisschen schneller. Aber ich kann die Hand auch gar nicht bewegen, in gar keine der Richtung. Sie macht nicht mit. Okay. Kann ich den Ast ein bisschen heben? Damit sie nicht im Wasser versinkt? Okay. Los, schieß doch. Also sie müsste durchpassen immer noch. Ja, sehr gut. Werden wir getragen? Hoch, 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 hoch. Gut. Ist der genauso hoch? Ich bin wahrscheinlich von Anfang an davon ausgegangen, dass ich sie ganz nach oben ziehe. Und deshalb waren die Hände da vorne da. Okay, sie. Ich ziehe sie bloß zur Sicherheit trotzdem noch ein Stückchen höher. Die Hand, also der Ast. Okay. Die brauchen wir. Komm, komm schon. Die muss ich nach unten ziehen, nehme ich an. Oder? Komm schon. Eps. Shit. Ich dachte, der Sturm trägt sie wie die ganzen anderen Folgen im Spiel. Nein, in der finalen Phase wird sie nicht vom Sturm getragen. Gut. Komm, zieh es hoch.
Und das auch nach oben. Und hier rüberziehen. Rüber, rüber, rüber. So. Und sie springt hier hin. Natürlich, jetzt wird sie vom Sturm getragen. Oh Gott. So, nochmal der Spaß. Das Ding bleibt oben. Bloß noch ein Stück nach vorn. Vielleicht ein Mini-Stück nach oben. Genau. Jetzt nehmen wir, wie sie braucht, die Hand gar nicht. Zip. So. Und mit dir tragen wir... Zieh's! Zieh schon! Zieh, zieh, zieh! So, und... Hep. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunuksayuka. Doch Kunuksayuka war zu schnell. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ist doch nicht euer Ernst, oder? Das müssen wir doch nicht jetzt alles fertig machen. Oh Gott! Oh Gott! Wer bin ich? Ich bin sie. Okay. Muss ich da hoch? Ne, ich muss nicht da hoch, ne? Doch, ich muss da hoch. Moment, Moment. Dann muss ich hier hin. Apps. Und? Los, ich brauche eine Windböe. Apps. Okay. Was war das denn? Wir kriegen das hin. So. Wir rutschen, springen. Zack. Hä? Ach so! Komm, 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 komm hoch, 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 hoch. Nein, nicht ihm in die Arme. Shit. So, sie läuft. Und springt. Nicht ihm in die Arme, genau. Wir ziehen den hoch, 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 hoch. Jetzt kommt das Licht wieder. So, sehr gut. Und schnell weiter, schnell weiter. Was soll ich tun? Hier ist ein Geist. Okay, ich verstehe. Komm, komm. Ich brauche dich. Hier hoch. Hier hoch, hier hoch. Schneller. So, und schießen. Wow, habe ich ein Schwein. Jetzt hat er den mitgenommen. Oh, ist das eine blöde Aufregung. So. Achso, ich muss hier warten. Du wirst gefragt. So, ziehen hoch, ziehen hoch, ziehen hoch. So, du. Hier so lang. Und du ziehst sie hier rüber. Komm. Komm schon, hier durch. Schnell durch. Gut. Haben wir es bald geschafft, bitte? Mit der Dechsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. Ipp. Ips. Oh, die Fische wieder, sehr gut. Zack. Noch ein Stück. Hier lang. Oh Gott. Beschwere ich mich oft? Nein, ne? Spring, oh Gott. Klatsch das zusammen. Mach's! Okay, okay, komm, komm. Mit Fische. Feine Fische. Okay. Los, 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 los. Shit. Na komm schon, geh auf. So, jetzt beobachten wir das Muster, das vordere. Das hintere geht zu und es hat noch ein bisschen Zeit. Sehr gut. So, jetzt rennen wir einfach mal hier durch. Und auf die Fische. Sehr gut. Und weiter. Ups. Oh, scheiße. Was muss ich tun? Der Bär dreht sich selbst um.
Okay. Zuerst denn. Ich habe gedacht, wir sind jetzt schon wieder tot. Zack. Ich will es geschafft haben, bitte. War's das? Die Werkscherle gut doch einmal wie Minion. Agelan in Juk Passion. Malachiroa. Ukahone. Ulima Utiga Kaisum. Die Werkscherle. Kautautiga Ulima. Kilisa Hallo, Asche. Miloch schaute Blue in Juk Passogum. Kuvert Jack Paisun in Juk Passog. Ilak Tokahune at Rakserok. Kunok Sayuka. Ule Martiga Kaelige Ula Kulea Ani Ubi Isiga Kishimea Kinyet Patin Nivek Sierraluk Illadit Kiksuk Anga Yukagumenyut. Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde, und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Kunuksayuka, Arya, Ioihi. Deriganiam, Nukatpiam, Okalautiga, Neveak, Seagaloalo. Ilanin, Inyuneagaloagovit, Aulangagaloagovit. I should live it. It kaksagima. I see the bread out of an exok. That bonga dark to a moon, silam. The bread in the nasum, unip caramount to sangariga. Das seid hergebracht, haben wir freigeschaltet. Und wie es aussieht, haben wir Never Alone durchgespielt. Ich wusste, dass es ein kürzeres Spiel wird. Ich schaue mir meistens vor Let's Plays die Anzahl der Videos in Playlisten von anderen Spielern an, um so ein bisschen abzuschätzen, ist es ein kurzes Let's Play, ist es ein langes, weil ich immer versuche, mehrere kurze parallel zu einem langlaufenden Let's Play laufen zu lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit eine gewisse Abwechslung drin ist und nicht langweilig nur zwei Stories quasi parallel am Laufen sind. Ich mag es persönlich auch sehr, sehr gern, wenn so ein bisschen Abwechslung drin ist und man verschiedene Sachen ausprobiert. So war das auch mit Never Alone. Es war ein wunderschönes Spiel, hat mir wirklich sehr gefallen, auch wenn ich an manchen Stellen frustriert war. Aber das bin ich in vielen Spielen, das meine ich weder böse noch irgendwie anders, sondern dann ärgere ich mich einfach über mich selbst oder über die Steuerung oder über Bugs, über was auch immer. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es waren coole Jump'n'Run-Einlagen. Ich fand sie sehr aufregend. Ich dachte eigentlich, dass es ein ruhiges Spiel irgendwie wird. Aber gut, dann war es das eben nicht. Mir hat die Story gefallen. Sie war schön erzählt. Auch mit dem, ich glaube, das war sogar ein Original-Muttersprachler, in der die Geschichte erzählt, habe ich mal irgendwo gehört. Das Spiel habe ich nämlich schon länger in meiner Steam-Liste. Ich weiß leider nicht genau den Preis. Wie so gut wie alle Spiele habe ich die mal wieder im Sale ergattert. Also den Titel habe ich im Sale ergattert. Ja. Was ich noch sagen würde, ich werde doch keine Bonusfolge machen, was die Freischaltungen, die wir mit der Eule gemacht haben, angeht, weil ich habe mir mal angeschaut, um was es sich dabei handelt, und das sind alles kleine Dokumentarfilmchen, die jeweils über mehrere Minuten gehen, und das wäre dann doch recht unpassend für eine Bonusfolge. Deshalb würde ich sagen, wenn die Freischaltungen interessieren, der kauft sich einfach das Spiel selbst und versucht sie freizuspielen, und dann bekommt ihr vielleicht sogar mehr als 22 von 24. Ja,
Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.